Herzlich willkommen zu einem brandneuen Interview. Ich habe hier den lieben Dennis mit dabei. Der gute Dennis, den kenne ich jetzt schon seit 2018. Er ist absoluter WordPress-Experte. Und wir haben uns kennengelernt dadurch, dass er damals die Social Media Agentur Academy bei uns gekauft hat und dann auch auf einem Event war und später zu einem der Männer gehört hat, die für viele Teilnehmer aus dem Programm auf einmal angefangen hat, die Webseiten zu bauen oder für deren Kunden, ja, die WordPress-Seiten. Und als ich mich mit Dennis ein bisschen näher unterhalten habe, ist mir aufgefallen, Mensch, da steckt ja echt viel Power in diesem jungen Mann. Warum? Denn er hat als Ein-Mann-Armee, ja, hat er sich wirklich ein lukratives Einkommen aufgebaut, über 100.000 Euro pro Jahr. Mittlerweile wird es wahrscheinlich sogar schon mehr sein. Und das nur durch, in Anführungszeichen, Webseiten bauen. Was da dahinter steckt, da werden wir gleich näher drauf eingehen. Wo er jetzt steht, ja. Er ist dieses Jahr auch Vater geworden, was auch ganz spannend ist, wie man das dann auch noch managt. Von dem her, Dennis, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal gerne kurz, wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich fange an jetzt WordPress-Seiten zu bauen und alles drumherum. Jo, hi Nick und hallo an alle Zuhörer. Also erstmal danke für die Einladung auf jeden Fall. Und wie bin ich dazugekommen? Also angefangen hat das eigentlich alles schon ziemlich früh. Also ich hatte, glaube ich, meinen ersten Commodore 64 damals mit 7 Jahren. Und habe ich mich dann immer heimlich versteckt und habe dann angefangen, tolle kleine Pixelspiele zu spielen. Und das hat mich dann irgendwie gefesselt, also von Anfang an schon. Ich habe ja eigentlich durch die ganze Schulzeit immer irgendwas mit Computer gemacht, das hat mich schon immer beschäftigt und habe dann meine Realschule gemacht und bin dann, was glaube ich ein sehr entscheidender Schritt war, aufs technische Gymnasium gegangen. Das gibt es jetzt nicht überall in Deutschland, gibt es halt in Baden-Württemberg. Und da halt Informationssysteme, also IT. Und da bin ich so das erste Mal so in die Richtung HTML, CSS gekommen, also alles, was so mit den Webseiten zu tun hat. Und dann hat es mir irgendwie auch Spaß gemacht und habe dann halt schon da angefangen, noch ganz simple Seiten zu bauen. Da gab es noch kein WordPress, es kam dann mit der Zeit, aber ich hatte das halt nicht auf dem Schirm, weil ich da noch überhaupt keinen Plan von hatte. Und es hat mich dann sozusagen begleitet über die ganzen 3 Jahre auf dem technischen Gymi. Und ja, dann habe ich es studiert. Und ziemlich schnell auch im Studium habe ich mir gedacht, ja, ich sollte jetzt mir einen Nebenjob suchen, sollte irgendwas machen, dass ich halt auch mein Studium finanzieren kann. Und habe mich dann im zweiten Semester eigentlich entschieden, dass ich mich selbstständig mache. Also klar, während dem Studium ist das alles ganz entspannt, weil man hat so eine Absicherung, so eine Grundabsicherung irgendwo und kann sich das alles aufbauen. Dann habe ich dann da sozusagen auch noch weiter hobbymäßig die Seiten alle aufgebaut für Familie, Freunde und Bekannte. Und ja, dann hat sich da so ein, zwei Jahre später hat sich dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt nach außen hin. Hab dann natürlich noch in Facebook-Gruppen, in Foren nach Kunden gesucht. Da gab es ja einen Haufen Gruppen, die jetzt nicht so überladen waren wie heutzutage, weil wenn da jemand irgendwie eine Jobanfrage postet, bekommt man gefühlt 40 Antworten hier, wir können es machen. Ja, und so habe ich dann die ersten 100 Euro errungen sozusagen und so hat sich dann ausgebaut. Also ich bin immer aggressiver in Werbung gegangen, habe halt versucht über Kaltakquise, E-Mail-Anfragen neue Kunden zu gewinnen und habe dann dementsprechend auch zeitnah dann meine ersten Agenturen gewonnen, für die ich dann gearbeitet habe, noch als wirklich Freelancer. Und ja, das war dann der nächste Schritt, der dann kam irgendwann, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann's. Also ich weiß, wie das Business funktioniert, habe ich dann 2016, 2017 einfach gesagt, Studium beim Bachelor fertig, Master habe ich angefangen gehabt, habe dann aber gesagt, okay, den breche ich ab, der bringt mir keinen Mehrwert, weil ich weiß, was ich will. Und wenn ich den Masterstudiengang mache, dann habe ich wieder keine Zeit für neue Projekte. Frisst unglaublich viel Zeit und bringt mir am Ende vom Tag nichts, außer dass ich dann nachher in meinem Titelmaster stehen habe, wo bis jetzt halt auch kein Bachelor dran steht. Und ja, so habe ich dann aggressiv Werbung gemacht über Social Media, über Werbeanzeigen und habe dann gemerkt, irgendwie funktioniert es nicht.
Und dann, ja, war, wie du gesagt hast, 2018. Da habt ihr einen SMA-Kurs gelauncht. Und da habe ich mir gedacht, okay, genau sowas brauche ich eigentlich. Wie komme ich an neue Kunden? Social Media Marketing ist auch sehr interessant. Und dann war ich da drin. Dann haben wir uns mehr oder weniger ausgetauscht in den Live-Calls natürlich regelmäßig. Haben dann uns auch getroffen natürlich, waren auf der Mastermind zusammen. Und ja, habe die anderen Teilnehmer kennengelernt, vor allem auch Manuel Luther, mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite. Der ist ja auch bekannt. Hatte ich ja auch schon, glaube ich, ein Interview mit ihm, oder? Klar. Ja, genau. Und ja, so hat sich es aufgebaut. Und jetzt muss ich sagen, also es lohnt sich auf jeden Fall, so ein Business aufzubauen, aber es ist eben auch nicht dieser Punkt, wo man sagt, schnell Geld verdienen. Also sowas baut man sich halt auf. Klar ist, Stand heute würde ich sagen, es geht viel, viel schneller, weil ich gewisse Leute kenne oder es gibt Leute wie mich, die an uns das auch beibringen. Früher hatte ich die Person halt nicht. Früher gab es auch diese Online-Coaching-Szene und so, die gab es halt einfach gar nicht. 2011, 2012 war da nicht so offen, war da einfach nicht so bekannt. Gab es sicherlich welche, die einem das beigebracht haben, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Und ja, jetzt stehe ich jetzt hier, 2020, sechsstellige Jahresumsätze. Kann mich nicht beklagen, würde ich sagen. Also, läuft. Sehr geil. Jetzt hast du schon echt eine ganze Menge erzählt von deinem Werdegang. Das ist auch spannend, dass der schon so früh tatsächlich begonnen hat. Was mich interessiert ist, was macht dich eigentlich so besonders im Thema, also in deinem Thema konkret, ja? Weil du hast gesagt, WordPress, HTML, Coden etc. Was unterscheidet dich von all den anderen Jungs und Mädels, die jetzt mit WordPress beispielsweise Seiten bauen? Ich finde auf jedes Problem eine Lösung. Kurz und knapp. Also es gibt nichts, was ich nicht umsetzen kann. Ich glaube, das ist Antwort genug. Was gibt es denn häufig für Probleme oder für Fälle, wo du dann, sage ich mal, am Ende der Joker bist? Also oftmals scheitert es echt an, gerade bei Shops merke ich an Schnittstellen teilweise auch. Viele haben ein eigenes Warenwirtschaftssystem und haben halt keine Möglichkeit, die Waren irgendwie abzugleichen, dass halt alles synchron funktioniert. Und da kommen wir dann halt auf den Spiel und sagen, okay, programmieren wir euch, kann man machen. Also natürlich, man muss immer davon ausgehen, dass halt die technische Gegebenheit da ist. Also wenn, klar, wenn es keine Schnittstelle gibt, die man halt ansprechen kann, dann muss man natürlich nichts machen. Aber grundsätzlich kann man eigentlich jedes System irgendwie verbinden. Da gibt es immer eine Lösung auf, wie gesagt, auf jedes Problem. Und auch klar bei komplexeren Geschichten, wenn jetzt zum Beispiel einer sich ein WordPress-Theme gekauft hat und sagt so, ja, das funktioniert zu 98%, aber mir fehlen halt noch die 2%, was es noch nicht kann, dann kommen die meisten Kunden auch zu uns und sagen, okay, wir brauchen hierfür noch eine Lösung, damit wir das hundertprozentige System haben. Und da erweitern wir eigentlich auch alles immer ziemlich gut. Sehr geil. Was würdest du sagen, wie ist das gekommen, dass du wirklich für jedes Problem da auch eine Lösung hast? Liegt es daran, dass du einfach schon so viele Aufträge gemacht hast, dass du viele Jahre machst? Oder gibt es da einen besonderen Trick, einen besonderen Kniff, den die anderen vielleicht nicht kennen? Die Frage habe ich mich auch echt oft gestellt, wieso andere nicht auf die Lösungen kommen teilweise. Und also einerseits natürlich klar, die vielen Aufträge, die ich schon abgearbeitet habe, weil man lernt halt immer verschiedene Themes oder halt Designs kennen in WordPress. Man lernt verschiedene Techniken kennen, weil man sich auch, also ich bilde mich gern weiter. Vielleicht liegt es auch irgendwo daran, weil wenn es irgendwas Neues in Sachen WordPress gibt, dann lese ich mich da ein, damit ich verstehe, um was es da geht. Und ja, es ist auch eine gewisse Sache an einfach logischem Denken. Also kein Angriff an irgendwelche anderen da draußen, aber es ist eigentlich wirklich teilweise eine Herausforderung, also diese Schritte im Kopf einfach schon nachzuverfolgen, was passiert, wenn man hier was macht. Und es ist nicht immer ganz einfach, weil viele sagen, ja, du hast ja bloß einen Bürojob oder du sitzt bloß am PC, aber wenn ich halt den ganzen Tag am PC sitze, dann bin ich halt auch komplett kaputt. Klar, körperlich könnte ich definitiv noch was machen, aber so mit vielem Denken am Abend ist dann auch nicht mehr. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, dir wird es ja nicht, dir wird es ja nicht anders gehen. Nee, definitiv. Also das macht auf jeden Fall müde, ne? Lösungen für eine ganze Menge Probleme zu finden. Das Spannende bei dir ist ja Folgendes gewesen. Also du hast dir ja am Anfang
hast du viel Akquise gemacht, wie du gesagt hast, verschiedene Sachen ausprobiert und dann bist du mit der Zeit eigentlich an viele Agenturen gekommen, die ja Multiplikatoren sind, im Sinne von, dass die ganz viele eigene Kunden aufgebaut haben und du dich einfach für die, ja, wie soll ich das sagen, die brauchen dich einfach, ja, du hast zuverlässig bewiesen, dass du für die geile Aufträge ablieferst. Du hast mit denen geile Deals gefunden, sodass sie erst gar nicht darüber nachgedacht haben, jemand anderen reinzuholen oder groß jetzt irgendwie selber zu lernen, wie das Ganze funktioniert, weil sie wussten, wenn ich einen Dennis anrufe, dann weiß ich, der kriegt das hin, der macht das. Und dadurch hast du dich in eine Position gebracht, in der du eigentlich gar nicht mehr Werbung machen musstest für dich selber, weil ständig andere für dich Werbung gemacht haben und Aufträge reingeholt haben, während du natürlich trotzdem immer noch an Aufträge gekommen bist. Und dann warst du an einem Punkt zwischenzeitlich, erinnere ich mich auch dran, wo du wirklich, ne, Nächte durchgearbeitet hast und gesagt hast, alter Vater, so viele Aufträge, wie soll ich die überhaupt machen? Ja? Kannst du uns da mal kurz reinführen in diesen tatsächlichen Luxus, aber auch dann, wenn man da drin ist, Horrormoment, wo du feststellst, oh Gott, also wie soll ich den Leuten jetzt sagen, dass ich das jetzt gerade nicht alles hinkriege in der Zeit, in der sie es wollen? Wie bist du damit umgegangen? Und wie sieht es jetzt aus? Was hast du für eine Lösung dafür gefunden? Also, ja, es war wirklich teilweise ein bisschen viel, muss ich wirklich sagen. Also, da war halt wirklich nicht viel mit Schlaf, also 2, 3 Stunden in der Nacht, dass man halt mal kurz den Kopf versucht, ein bisschen zu regenerieren. Aber ja, also, ich habe versucht, so viel es geht zu kommunizieren, auch wenn es nicht immer geklappt hat, aber weil halt einfach, weil man es einfach vergessen hat. Also, das war keine böse Absicht, weil es war teilweise wirklich so, dass ich die Sachen gemacht habe, dann hat ein anderer Kunde schon wieder geschrieben und dann kam es dazu, dass es halt dann irgendwie die E-Mail nicht markiert, dann ist sie untergegangen. Natürlich ist dann der Kunde irgendwann böse, aber am Ende vom Tag habe ich halt echt versucht, immer vorneweg schon zu sagen, okay, wir brauchen doch noch 2 Tage länger, weil wir es einfach gerade nicht schaffen. Es gab bei dem und dem Projekt Verzögerung. Also das habe ich auch, also wenn ich einem was mitgeben kann, wenn er wirklich mal kurz einen Engpass hat an Zeit, einfach in die Offensive gehen und sagen, okay, wir brauchen wirklich 2 Tage länger. Und wenn der Kunde dann verärgert ist, irgendwie was oben drauf packen, einen kleinen Rabatt oder so geben. Aber einfach, dass also die Kundenzufriedenheit steht irgendwo an erster Stelle. Also das ist das A und O, würde ich sagen. Sehr cool. Das heißt, offene Kommunikation einfach auch, Offene Kommunikation, was genau, das auf jeden Fall. Erwartungsmanagement angeht und so weiter. Du hast erzählt gehabt, du warst dabei, neue Mitarbeiter auszubilden. Was ist daraus geworden? Also ich hatte ja eine Mitarbeiterin hatte ich und die ist jetzt, also meine Freundin, die jetzt unser Kind bekommen hat, Ja, die ist jetzt schön. natürlich in Elternzeit, aber aktuell arbeite ich mit Freelancer, also viel Freelancer, die auch WordPress machen. Sagen wir es mal so, ich habe einen Teilzeitmitarbeiter, der sich da um die ganzen organisatorischen Sachen halt einfach kümmert mittlerweile, da komme ich dann auch gleich noch zu sprechen, bezüglich Projektmanagement und ansonsten habe ich halt, wie gesagt, die Grafiken lagere ich aus. Also ich kümmere mich hauptsächlich wirklich nur noch um WordPress, weil anders funktioniert es gar nicht mehr. Und alles andere ist halt eben ausgelagert. Also Assistenten habe ich für Social Media, die mir halt Grafiken erstellen, grundsätzlich Grafiken für Webseiten, Texte schreiben. Das sind alles so Sachen, die kann ich, also im Text bin ich sowieso nicht der Experte, da muss ich das, sowas muss ich einfach auslagern. Und das ist auch so ein Learning in den letzten Jahren. Man kann nicht alles selber machen. Also wie vorhin auch schon gesagt, also WordPress ist meine Spezialität, da kenne ich mich richtig gut aus, aber alles drumherum, da brauche ich einfach Unterstützung, weil alles würde ich auch hinkriegen, wie zum Beispiel in Photoshop ein Bild ausschneiden, aber ich würde dafür wahrscheinlich die 10-fache Zeit brauchen, wie einer, der halt in Photoshop fit ist. Und deswegen, ja, lagere ich sowas einfach aus. Und das ist auch so der Schlüssel irgendwie, wie man alles unter einen Hut bekommt, dass man einfach nicht mehr alles selber macht und lernt einfach abzugeben. Ja, Mann, das ist mega geil. Vor allem merkst du dann einfach auch, wie viel mehr Freiheit du einfach dadurch Brutal. kriegst, wie viel mehr Der Kopf Kopf du ist auch frei einfach hast. frei, weil man weiß halt einfach, okay, er macht's, er liefert mir das Ganze, ich kann mich auf meinen Step hier konzentrieren. Und wie wir sowas zum Beispiel halt managen bei uns, wir haben dafür Asana eingerichtet, also Projektmanagement Asana, da hat halt jeder seine Aufgaben delegiert. Bekommt sie delegiert, arbeitet sie dann ab, lädt dann die fertigen Sachen da hoch und so habe ich halt Projekt für Projekt alle Sachen immer parat, die ich halt eben benötige. Und so funktioniert es dann auch.
Und wenn es halt mal einen Tag länger dauert, dann dauert es einen Tag länger, aber das ist dann gar kein Problem, weil sowas weiß ich dann auch schon vorneweg, weil wenn er sagt, okay, er hat gerade überhaupt keine Zeit, dann kann ich so dem Kunden auch gleich kommunizieren, beziehungsweise meinen Assistent dann. Ja, sehr cool. Kommen wir mal zu einem spannenden Punkt, und zwar, du hast damals während dem Studium hast du dir das ganze Geschäft aufgebaut. Deine Beweggründe waren wahrscheinlich einfach, du hast gesagt, okay, cool, ich will ein bisschen Geld dazu verdienen, wenn es klappt, gerne ein bisschen mehr Freiheit, ne, die Klassiker, reich sein vielleicht auch, sich absichern und so weiter. Also ein Backup für den Backup, der danach hat tatsächlich zum Ding wird. Wie siehst du es heute jetzt an dem Punkt, wo du es geschafft hast? Na, also du lebst, sage ich mal, den Traum von ganz vielen Leuten da draußen, die sich gerade ein zweites Standbein aufbauen oder aufbauen wollen. Du machst es schon seit Jahren, du verdienst sehr gutes Geld. Na, du hast dir ein kleines Team aufgebaut, du hast viele Kunden, Aufträge wahrscheinlich bis zum Ende vom nächsten Jahr auch noch schon stehen. Wie fühlt sich das an? Bist du froh, die Entscheidung getroffen zu haben? Was sind so die Vorzüge, die du genießen darfst? Auf jeden Fall bin ich froh, die Entscheidung getroffen zu haben. Also für mich stand auch schon während dem Studium noch klar, stand fest, dass ich nie irgendwie eine Arbeitnehmerposition einnehmen kann. Also, weil ich bin gern mein eigener Chef, sage ich einfach so. Es ist natürlich sehr, sehr viel Verantwortung irgendwo für Kunden, auch für meine Familie jetzt und alle drumherum. Aber das ist auch der Antrieb irgendwo. Weil man weiß, wenn es der Familie gut geht, dann geht es mir irgendwo auch gut. Klar habe ich Stress. Stress hat man immer in dem Business, weil gibt mal irgendwie ein Problem mit einem Kunden oder man muss gucken, ein Mitarbeiter fällt aus, dass man das irgendwie umorganisiert. Aber das geht heutzutage halt einfach alles online und das ist natürlich der große Vorteil. Also ich kann halt mal kurz draußen unterwegs sein und kann halt am Handy das irgendwie managen und da bin ich Gott froh drüber. Also vielleicht hätte ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das Studium nochmal gemacht hätte, wenn ich jetzt zurückdenke und das Know-how davor schon hätte, weil das Studium mir an sich jetzt nichts gebracht hätte. Also ich will jetzt nicht sagen, Leute, studiert nicht. Also das soll jetzt nicht so sowas, also eine Aussage sein, aber ja, es war entspannt auf jeden Fall am Anfang, aber man kann es jetzt deutlich schneller machen, wenn man sich die richtigen Mentoren holt. Das glaube ich. Was ist denn jetzt gerade so dein Warum? Was ist denn jetzt gerade so dein Ziel? Wo soll es denn noch hingehen für dich? Möchtest du einfach da bleiben, wo du bist, gemütlich, entspannt, oder strebst du schon noch danach nochmal auch was anderes zu schaffen, zu erreichen? Auf jeden Fall noch. Also das nächste Ziel sind jetzt auf jeden Fall sechsstellige Monatsumsätze, dass es dann auch aufs Jahr irgendwo siebenstellig wird und natürlich ein größeres Team jetzt endlich aufbauen mit dem, weil ich weiß, hier bleibe ich jetzt, hier werde ich mir jetzt ein Team aufbauen. Ja, und so gerade der Familie geht's gut. Das ist für mich auch das Warum, dass der Familie gut geht einfach. Mir macht die Arbeit Spaß. Also für mich ist keine Arbeit, weil ich könnte den ganzen Tag am PC sitzen und kann meinen Sohn zuschauen, wie er das spielt. Klar, habe ich auch Zeit, wo der Laptop dann zu ist und ich kümmere mich dann nur um meinen Sohn und meine Familie, aber so funktioniert das halt alles gerade perfekt und meine Freundin und ich, das passt halt einfach, weil wir sagen, okay, ich muss jetzt arbeiten, dann bin ich halt mal 4 Stunden weg und arbeite halt eben die Punkte ab oder habe Termine und dann, ja, sieht man sich dann halt eben nach den 4 Stunden oder so wieder, je nachdem, wie wir die Slots halt definiert haben. Sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Dennis, an der Stelle danke ich dir vielmals für das Interview hier. Für alle Gerne von doch. euch, wir drehen jetzt gleich noch ein bisschen Bonusinhalte für die Social Media Agentur Academy 2.0 ab. Und ja, Dennis, wo findet man dich denn am besten jetzt? Für alle Leute, die sagen, geil, ich will erstens mehr über WordPress lernen. Das Spannende ist, warte, du hast doch sogar einen Haufen geile Plugins für WordPress gebaut. Kannst du dir auch gerne erzählen. Also, wo findet man mehr über dich? Wo kann man was bei dir kaufen? Wo kann man dich anfragen? Wo darf man von dir lernen? Also grundsätzlich einfach über die Webseite dieprojects.de, also de. deeprojects.de, über Instagram Dennis Joska und ja, das sind so die zwei besten Quellen eigentlich. Direkt über die Webseite Kontaktformular oder einfach anrufen oder einfach im Messenger oder einfach über Instagram eine Direktnachricht. Sehr Da cool. erreicht man mich eigentlich immer. Das werde ich auf jeden Fall verlinken hier unten drunter. Wunderbar. Erzähl doch mal kurz von den Plugins noch. Damit verdienst du ja auch ein bisschen Geld. Ja, und Genau, vielleicht also ist es ja es gibt spannend für den da einen oder anderen.
Gut, dass du es noch aufgreifst, genau. Also es gibt ja dieses ein Theme, das nennt sich Divi. Und da habe ich halt 2000, DSGVO kam 2018, glaube ich. Genau. Genau. Und da habe ich halt so einen kleinen DSGVO-Helper programmiert, der sozusagen das Divi-Theme rechts als DSGVO-konform macht. Und ja, und damit, es läuft auf jeden Fall auch das Business, aber das läuft halt wirklich auch mittlerweile voll automatisiert, muss ich sagen. Also die Verkäufe, die Plugin, der Plugin-Verkauf, der läuft halt wirklich komplett automatisiert über Klicktipp, wird halt einfach das Plugin verschickt, der Lizenzschlüssel wird generiert. Und klar, es gibt immer wieder was zu tun, weil es vielleicht ein neues Feature gibt, was ein Kunde angefragt hat. Gibt es halt mal wieder ein Update, aber ansonsten läuft es echt gut und bringt auch gute fünfstellige Umsätze, muss man einfach so sagen. Geil. Also, coole Plugins kann der Dennis auch bauen, falls du vielleicht auch eins für dich brauchst. Und Genau. an der Stelle, wir verlinken natürlich alles vom Dennis unten in den Beschreibungen, je nachdem, wo du das Ganze siehst. Und ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg. Das war's von mir. Dein Nick. Bis dann. Bis Ciao. dann, ciao.